Hallöchen, meine Lieben. Ich melde mich aus unserem Büro in Stuttgart in der Königstraße und heute zu dem Thema Haartransplantationen. Alle fragen immer wieder, wie funktioniert das? Wie komme ich nach Istanbul? Welche Methoden bietet hier an? Sind meine Haare geeignet für eine Haartransplantation? Was kostet das? Tut es weh? Ist es unter Vollnarkose und so weiter? Ich werde versuchen, in diesem kleinen Video mal auf alles so rundum einzugehen und euch ein bisschen aufzuklären, was wir anbieten, wie wir vorgehen, welche Möglichkeiten es gibt und welche Möglichkeiten es für euch vor allem gibt. Und im Anschluss dürft ihr mir dann gerne auch eure Bilder zukommen lassen für eine Ferndiagnose und dann können wir jegliches weitere einfach eins zu eins besprechen. Also zunächst einmal ist eine Haartransplantation tatsächlich ein operativer Eingriff. Viele denken, nein, eine Haartransplantation ist wie der Gang zum Friseur. Ich gehe dahin, lasse mir kurz die Haare transplantieren und gehe danach wieder nach Hause und habe einen Rastas auf dem Kopf. So ist es leider nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Haartransplantation durchzuführen. Die gängigste Methode ist die Fue-Methode. Bei der Fue-Methode werden die Haare, die Haarfollikel einzeln aus dem hinteren Kopfbereich entnommen. Im vorderen kahlen Bereich praktisch, wo man kahle Stellen hat oder lichte Stellen hat, werden einzelne Kanäle geöffnet und in diese Kanäle werden dann die einzelnen Wurzeln eingesetzt. Wir reden hier von bis zu 3.500, 4.000 Wurzeln oder auch Grafts genannt. Diese werden tatsächlich im Laufe von 6 bis 8 Stunden transplantiert, mit dem Ziel, dass man eben ein wunderbar dichtes Haar wieder hat. Dann gibt es zum Beispiel die DHI-Methode. Die DHI-Methode ist eine Direct Hair Implantation, wird das genannt, eine Methode, die angewandt wird bei Personen, die keine kahlen Stellen haben oder bei Damen, wo einfach eine Verdichtung gemacht werden muss, wo man einfach lichtes Haar hat, wo man die Kopfhaut sieht. In dem Fall entnimmt man direkt mit einer Art Stift, Choi nennt sich das, entnimmt man hinten aus wieder dem oberen Nackenbereich die einzelnen Wurzeln und pflanzt diese mit einer gewissen Stanzmethode direkt zwischen den Haaren ein, so dass man wieder ein völliges Haarergebnis hat. Dann gibt es noch eine Methode, noch ganz kurz zu den beiden ersten Methoden. Damit kann man natürlich auch eine Barttransplantation oder eine Augenbrauentransplantation machen. Viele Menschen leiden einfach darunter, vor allem die Herren mit ihrem Bart, wenn eben Löcher oder kahle Stellen vorhanden sind, um die einfach aufzufüllen. Oder aber die Augenbrauen, die in den Jugendjahren überzupft worden sind, dass man die wieder einfach füllig bekommt. Dann gibt es noch den ARTAS-Roboter. Der ARTAS-Roboter ist eine Art Fue-Haartransplantation, jedoch tatsächlich durchgeführt vom Roboter mit einer Fehlerquote von fast 0%. Das heißt, der Roboter entnimmt wirklich nur Wurzeln, die wirklich auch lebensfähig sind und die entsprechend auch eine Anwachsrate von 100% hat. Das ist bei jeder manuellen Haartransplantation-Methode nicht möglich, um auf diese 100% Anwachsrate zu kommen. Wie läuft das Ganze ab? Wenn ihr Interesse habt an einer Haartransplantation, dann schickt ihr mir bitte Bilder zu, am besten von vorne, von der Seite, von oben und von hinten, am besten bei Tageslicht und mit trockenen Haaren. Schickt ihr mir die Bilder zu über WhatsApp, über Instagram oder über E-Mail. Ich spreche das Ganze mit unserem Arzt durch. Wir führen eine kostenlose Haardiagnose durch und entscheiden dann entsprechend, welche Methode für euch die beste ist. Und dann bekommt ihr ein Angebot von mir. Und wenn das Angebot passt, bucht ihr euren Flug. Alles andere organisiere ich für euch. Sei es der Hotelaufenthalt, Entschuldigung. Sei es der Hotelaufenthalt, sei es die OP an sich, die Transfers vor Ort, den ganzen Rest übernehme ich für euch. In dem Sinne, falls ihr Interesse habt oder noch weitere Fragen habt, dann meldet euch bitte. Sorry für die kleinen Patzer.